Stell dir vor, dein Fahrzeug hat nur noch wenige SP und zwei halbtote Gegner halten auf dich zu. Ein leichter und ein schwerer Panzer. Nimmst du den schweren unter Beschuss, kassiertest du vom Speer eine Trommelladung ins Heck. Vernichtest du den leichten Panzer, schickt dich der schwere auf den Schrottplatz. Doch es gibt einen Ausweg. Ein Panzer mit mehreren Türmen. So verpasst du dem Speer einen Schuss aus dem Sekundärgeschütz und schießt mit dem Hauptgeschütz auf den schweren Panzer. Hallo Kommandanten! Willkommen bei der vierten Ausgabe der Sendung Was wäre wenn? Es gibt schon lange Gerüchte, dass Panzer mit mehreren Türmen im Spiel eingeführt werden. Das Konzept wurde sogar einmal umgesetzt, allerdings nur im Halloween-Modus. Darin wurde die Mechanik von Fahrzeugen mit mehreren Türmen getestet. Die Ergebnisse waren aufschlussreich. Es ist allgemein bekannt, dass es Panzer mit mehreren Türmen gibt. Im Grunde gibt es sie sogar in unserem Spiel, zum Beispiel der Oni oder der KV-5. Der Funkturm des Letzteren ist überhaupt legendär. Wäre die Mehrfachturmmechanik umgesetzt, könnte dieser Turm sich an seinen Feinden rächen. Wie könnte also die Umsetzung dieser Fahrzeuge aussehen? Sie hätten wahrscheinlich ihre eigene Klasse, die Mehrturmpanzer mit einem eigenen Symbol. Dazu gibt es viele Varianten. Wie gefällt euch das hier? Diese Klasse würde den bekannten schweren Panzern ähneln, doch aus Balancegründen müssten einige Modelle, was Dynamik und Panzerung angeht, den klassischen schweren Panzern gegenüber im Nachteil sein. Die Feuerkraft hingegen wäre größer. Viele Nationen hätten sogar genug dieser Panzer für einen eigenen Zweig. In Zufallsgefechten würden sie sicher ein gutes Zuhause finden und richtig aufblühen. Nun zur Steuerung. Hier gibt es mehrere Varianten. Man bräuchte vielleicht eine zusätzliche Zielvorrichtung, die anzeigt, wohin das Sekundärgeschütz gerichtet ist. Der Schuss könnte in diesem Fall auf eine zusätzliche Taste gelegt werden. Die zweite Variante ist einfacher. Man könnte etwas Ähnliches umsetzen wie bei World of Warships. Wenn die Zielvorrichtung des Sekundärgeschützes in die gleiche Richtung zeigt wie das Hauptgeschütz, werden beide Geschütze abgefeuert. Ist das nicht der Fall, wird nur das Hauptgeschütz abgeschossen. In diesem Fall bräuchte man allerdings einen Knopf, der das Sekundärgeschütz blockiert. Man weiß ja nie, wann man es braucht. Klar, man könnte nicht nur zwei, sondern vielleicht sogar drei oder mehr Türme ausprobieren. Die zusätzlichen Geschütze und Türme wären Module, die repariert, verbessert und durchaus auch zerstört werden können. Man müsste auch die Frage nach einer permanenten Zerstörung des sekundären Turms in einem Gefecht stellen. Hat man den Sekundärturm verloren, spielt man wie ein gewöhnlicher Panzer weiter. Und für das Sekundärgeschütz bräuchte man vermutlich auch ein separates Munitionslager. Die größte Schwierigkeit bestünde wie immer in der Balance. Diese Monster dürfen im Vergleich mit gewöhnlichen Panzern nicht allzu mächtig erscheinen. Manch einer wird diese Klasse für viel zu kompliziert halten, doch es gäbe zahlreiche neue Möglichkeiten und interessante Taktiken. Man kann jedes Geschütz mit unterschiedlichen Geschosstypen laden. Mit dem Sekundärgeschütz kann man Ketten zerstören, während man mit dem Hauptgeschütz Schaden verursacht. Man könnte auch gleich mehrere Feindfahrzeuge beschießen und für kritische Treffer bei mehreren Gegnern gleichzeitig sorgen. Außerdem wären dann fast 100 neue Fahrzeuge im Spiel möglich. Die Aussichten sind also spannend. Was meint ihr? Braucht man mehr Turmpanzer im Spiel? Schreibt uns in den Kommentaren. Denkt auch daran, einen Daumen hoch zu setzen, wenn euch die Idee gefällt, und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.